Ja, also wenn Sie mich fragen, ist das eine absolute Schweinerei. Wir haben ein Anrecht darauf, dass am ersten Handelstag des Jahres die Aktienmärkte steigen. Ne? Saisonal immer super, ETF-Zuflüsse, ne? Monatsanfang, Booms. Da muss es eigentlich nach oben gehen. Und es war ja auch so. Wir haben ja dann zunächst mal bei der europäischen Eröffnung dann plötzlich, booms, die Futures sind wieder nach oben gegangen. Die US-Futures sind gemeint. Und wir haben ja heute Montag. Also irgendeine Hoffnung ist ja immer da. Impfstoff, Konjunktur, Stimulus, Handelskrieg. Nein, das war schon länger her. Aber irgendeine Hoffnung ist halt immer da. Ne? Konjunkturhoffnung zum Beispiel ist immer irgendwie da. Heute war sie auch da, aber plötzlich ist sie dann evaporiert, könnte man sagen. Was ist da los? Nach meiner Auffassung gibt es zwei Gründe dafür, dazu gleich mehr. Aber die Frage ist, ist das ein schlechtes Omen? Es gibt ja die These, die statistisch ziemlich gut belegt ist, dass die Aktienmärkte sich im Gesamtjahr so verhalten wie an den ersten 5 Handelstagen. Und da haben schlaue Statistiker in den USA, und davon gibt es sehr, sehr viele dort, haben herausgefunden, dass der Dow Jones zum Beispiel, wenn die ersten 5 Handelstage positiv sind, dann ist in 80% der Fälle der Dow Jones auch für das Gesamtjahr positiv. Beim S&P 500 sind es sogar 82%. Also schon eine ziemliche statistische Relevanz, zumal die Daten für den Dow Jones bis ins Jahr 1880 zurückgehen. Und normalerweise, wie gesagt, ist das saisonal ja sehr günstig, was da passiert. Anfang Januar Santa Claus Rally gilt ja für die ersten beiden Handelstage und die letzten 5 Handelstage des Vorjahres. Aber plötzlich war der Wurm drin. Was ist da los? Zwei Gründe, wie gesagt, gibt es, dass möglicherweise wir hier heute ein bisschen Probleme haben. Aber vielleicht vorab gesagt, der erste Handelstag des Jahres ist der volatilste des gesamten Jahres. Also möglich ist, dass wir heute vielleicht dann im späteren Handelsverlauf nochmal eine Drehung nach oben sehen, wäre jetzt nicht total ungewöhnlich. Jedenfalls sehen wir, wenn Sie hier ganz links mal diesen Spike nach oben gucken, das ist der erste Handelstag des Jahres, der hat durchschnittlich eine Performance von 0,79%. Also es geht durchschnittlich entweder um 0,79% nach oben, wie fast immer, oder halt um 0,79% nach unten, wie fast nie. Aber sei es drum, es ist normalerweise also ein sehr volatiler Handelstag, warum auch immer. Aber schauen wir uns mal die zwei Gründe an, warum die Bären heute so ein bisschen high sind und gerade zum neuen Jahr. Jedenfalls sind diese zwei Gründe nach meiner Auffassung erstens die US-Politik, Georgia und das, was da mit dranhängt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist die Lage um Corona. Kommen wir erstmal zur US-Politik. Wir hatten ja hier jetzt diese Veröffentlichung durch die Washington Post, dass Trump den Mr. Raffensperger angerufen hat, der praktisch ein Staatssekretär ist in Georgia, der die Wahl beaufsichtigte, zertifiziert, und die Wahl ist ja zertifiziert worden in Georgia. Es gab Anfechtungen, die wurden von den Gerichten praktisch abgeschmettert, aber Sid Donald wollte, dass Mr. Raffensperger dann 11.780 Stimmen findet, wörtlich findet. Also der Raffensperger sollte die dann praktisch irgendwie mal herzaubern, damit dann eben das eintritt, was Trump sowieso glaubt, nämlich dass er auch die Wahl in Georgia gewonnen hat. I just want to find 11.780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Also, weil Trump sicher ist, wir haben ihn gewonnen, ne? Und da muss man halt die Stimmen dazu finden, zu dem Sieg, gell? Also ich habe hier so einen Superspezi auf YouTube, der jedes Mal, wenn ich den Namen Trump erwähne, in einem Video gleich im Kreis springt und sagt, der Fuckmann hat keine Ahnung. Der sagt, ja, was ist denn jetzt ungewöhnlich? Schauen wir uns zunächst mal, bevor wir zu Raffensperger kommen, hier diese 11 Senat-Republikaner an, die sagen, wir wollen diese Wahl anfechten. Das ist nicht ungewöhnlich. Das haben die Demokraten auch schon gemacht, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen, dass diese Wahl nicht zertifiziert wird. Es hat nie etwas gebracht und es wird auch diesmal nichts bringen, weil genug Republikaner sagen, also Leute, die Sache ist für uns klar, wir werden diese Wahl anerkennen. Jedenfalls ist jetzt, um nochmal auf Raffensperger und Trump zu kommen, Raffensperger hat die ganze Geschichte aufgenommen. Das ist passiert auf Rat
seiner Berater, die gesagt haben, bei Trump hat man nie so die Sicherheit, wie er die Sache in seinem Sinne dreht und sagt dann, ja, so war das gar nicht, deswegen haben wir das aufgenommen, so sagt das Lager von Raffensperger. Trump wiederum will jetzt Raffensperger anzeigen, weil eben dieses Gespräch aufgezeichnet und veröffentlicht wurde. Raffensperger hier mit dem geschickten Schachzug einfach wirklich das Tonband der Original zur Verfügung zu stellen, dieses Anrufes. Vorher hat wohl Trump 18 Mal probiert, mit Raffensperger zu sprechen, hat es nie geschafft. Raffensperger hat das scheinbar irgendwie abgelehnt. Dann hat er zugestimmt, aber eben die ganze Geschichte aufgenommen. Und das ist jetzt natürlich ein Problem für Mr. Trump. Denn es sieht so aus, dass jetzt, wie Politico schreibt, wir nicht nur Impeachment-Forderungen durch die Demokraten haben, sondern dass wir auch eine Art Bürgerkrieg haben, so schreibt es Politico, bei den Republikanern, die Partei spalten wird. Und warum ist all das wichtig? Unter anderem für die Finanzmärkte, weil es natürlich Einfluss hat auf die Senatsstichwahl in Georgia, die ja morgen beginnen wird, um es mal so zu sagen. Also morgen ist die Abstimmung. Etwa 3 Millionen Wähler haben schon ihre Stimme abgegeben. Georgia hat nur um und bei 10 Millionen Einwohner, also schon sehr, sehr viele. Die meisten sind traditionellerweise, die per Briefwahl wählen, Demokraten, während die Republikaner, das ist statistisch belegt oder durch vielerlei Daten belegt, tendenziell eher in die Wahlkabinen gehen, also vor Ort wählen. Jetzt ist die Frage, wird die ganze Geschichte wieder so laufen wie bei der US-Wahl selbst am 3. November, dass also erstmal, weil die Präsenzwähler erstmal gezählt werden, die Republikaner vorne liegen und dann plötzlich die Briefwahlstimmen eben eine Drehung verursachen, das ist die große Frage. Für die Aktienmärkte aber hat das große Relevanz, denn wenn die Demokraten jetzt beide Posten, beide Senatssitze gewinnen, müsste man sagen, dann wäre es so, dass im Senat die Stimmenanzahl 50-50 wäre mit dem Zünglein an der Waage Kamala Harris. Das heißt, die Demokraten hätten nicht nur dann den Präsident, sie hätten auch nach wie vor das Abgeordnetenhaus, auch wenn mit kleinerer Mehrheit als zuvor, und sie hätten dann praktisch auch die Mehrheit im Senat mit 51-50, wenn man so will, wenn man Kamala Harris noch dazu zählt. Das würde bedeuten, man könnte durchregieren, wie es so schön heißt. Und das würde eben auch bedeuten, höhere Unternehmenssteuern, wahrscheinlich eine Umverteilung von der Wall Street hin zur Main Street, also zu den normalen Leuten. Bisher war ja Trump vor allem ein Geldgeschenk an die Wall Street gewesen. Das ist also die große Relevanz dieser Senatswahl in Georgia. Und wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeiten hierbei predicted für die beiden republikanischen Kandidaten Perdue und Loeffler richtig gehend abschmieren, vor allem Loeffler, die Dame ist in Schwierigkeiten, ihre Siegchancen laut Predicted jetzt unter 50%. Loeffler ja erst seit einem Jahr praktisch als Senatorin am Start, hat noch nicht so wahnsinnig viel vorzuweisen, außer ihre immer wieder geäußerte Loyalität zu Trump, während Perdue schon einige Jahre dabei ist und ein anderes Profil hat. Aber Perdue ist jetzt in Quarantäne, kann keinen Wahlkampf machen. Heute will Donald Trump nochmal nach Georgia reisen. Aber wir sehen, das ist jetzt eine ganz enge Geschichte und Predicted sagt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Sitze an die Demokraten gehen, ist jetzt höher, als eben, dass das nicht der Fall ist. Und das ist etwas, was die Märkte nicht so wirklich auf dem Zeiger hatten. Man hat ja so im November gesagt, ja, egal wie die Wahl ausgeht, ob wir jetzt einen gesplitteten Kongress haben, also mit Mehrheit der Demokraten im Abgeordnetenhaus, aber die Republikaner behalten die Mehrheit im Senat, oder ob es ein Blue Wave wird, also alles an die Demokraten geht, egal, Hauptsache es ist bullish und alles ist sowieso bullish, aber jetzt scheint man ein bisschen anders darüber nachzudenken. Das ist das, was die Märkte jetzt vielleicht so ein bisschen im Hintergrund haben. Und die zweite Geschichte ist Corona, wie immer. Wir sehen jetzt, dass vor allem britische Wissenschaftler sagen, okay, wir haben ja diese Mutation, die vorwiegend in UK aufgetreten ist, in Großbritannien. Das dürfte hinkommen mit dem Impfstoff, dürfte durch die bestehenden Impfstoffe, durch die bereits entwickelten Impfstoffe, dann auch abgedeckt werden. Aber bei der südafrikanischen Variante, bei der südafrikanischen Mutation, sieht die ganze Geschichte schon anders aus. Hier zweifelt man, ob wirklich die bestehenden Impfstoffe dagegen immunisieren würden. Jetzt ist es so, dass man wahrscheinlich nur 6 Wochen brauchen würde, um wiederum einen Impfstoff gegen diese Mutation zu erreichen. Aber das bedeutet ja faktisch, dass die ganze Geschichte, die ja so schön erträumt war, dass wir schon sehr, sehr bald diese Corona-Sache hinter uns haben, dass das in immer weitere zeitliche Ferne rückt. Denn wenn jetzt es wirklich so ist, dass wir
die Situation haben, dass bei einer wichtigen Mutation der Impfstoff nicht greift, dann haben wir praktisch wieder wie Sisyphus den Stein den Berg rauf zu rollen. Das Ganze wird eben dann auch die Erholung der Wirtschaft weiter hinausschieben. Und das ist genau das große Thema. Wir haben heute in UK eine Ansprache von Boris Johnson, der das gesamte Land, so heißt es, in Tier 4 Lockdown versetzen wird. Bisher waren es ja nur um und bei 40%, also weniger als die Hälfte. Jetzt dürfte ganz Großbritannien in diesen Lockdown, diesen harten Lockdown versetzt werden. Man kann dann zum Beispiel keine Teamspiele mehr in der Öffentlichkeit machen, in Parks zum Beispiel. Man darf sich aber draußen noch bewegen, um irgendwie sich sportlich fit zu halten. Aber es ist schon eine andere Dimension und auch Schottland hat jetzt gesagt, wir werden eine Ausgangssperre verhängen bis Ende des Monats. Dann haben wir hier auch die Situation in Deutschland. Jetzt ist klar, bis 31. Januar mindestens wird dieser Lockdown, dieser harte Lockdown dauern. Wenn überhaupt, vermutlich wird das Ganze vielleicht sich noch hinziehen bis März. Wir wissen es nicht, aber auch die Schulen dürften zubleiben. So sagen es zumindest die Kultusminister der verschiedenen Bundesländer. Das wiederum bedeutet, viele Eltern können nicht zur Arbeit gehen. Das ist also ein Rattenschwanz, der da dranhängt. Und auch in Japan ist die Situation so, dass wohl Tokio und zwei andere Regionen in einen harten Lockdown versetzt werden. Also praktisch das ökonomische Herz Japans. Also wir haben jetzt eine Häufung von harten Lockdowns bei gleichzeitiger Impfunsicherheit, könnte man sagen. Und damit ist das ganze Gerede, möchte ich sagen, von einer V-Erholung erstmal vom Tisch. Was die Wirtschaft betrifft, wir sehen hier den City Economic Surprise Index und der geht steil nach unten. Wir sind jetzt wieder bei den Niveaus, wo wir vor der Corona-Krise waren. Dann ging es herunter mit den Daten. Dieser Economic Surprise Index von der Citigroup bemisst ja die Daten, die reinkommen, Konjunkturdaten, anhand der Erwartung. Enttäuschen die Daten oder sind sie besser als erwartet? Hier sehen wir, dass die Daten in letzter Zeit deutlich enttäuschen. Sehen wir heute, nachdem Gold deutlich gestiegen ist und Bitcoin teilweise zweistellig im Minus war heute, sehen wir eine Rotation aus Gold in Bitcoin rein. Das ist aus Bitcoin mal wieder in Gold rein. Lange Zeit war es ja so, dass Bitcoin sehr stark gestiegen war, Gold aber nicht. Jetzt vielleicht die Umkehrung dessen. Die Euphorie der Privatinvestoren in Sachen Bitcoin war sehr, sehr groß. Und eine Theorie in Sachen Bitcoin war, dass man sich gesagt hat, okay, wenn jetzt die Demokraten wirklich in Georgia gewinnen sollten und dann faktisch die komplette Macht in Washington übernehmen, dann würde das bedeuten mehr Stimulus, Inflation etc. Und dann wäre natürlich ein solches Instrument wie Bitcoin aus Sicht der Bitcoin-Gläubigen natürlich eine ganz wunderbare Geschichte. Aber es hat dann Bitcoin eben auch ziemlich deutlich erwischt und Gold ist heute gestiegen und dafür gibt es gute Gründe, denn wir sehen, dass die realen Renditen weiter fallen. Wir sind jetzt bei minus 1,05%. Und die realen Renditen sind für Gold wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt. Also die Staatsanleihe, zum Beispiel die 10-jährige Staatsanleihe aus den USA minus Inflation. Und da sehen wir, wer also eine 10-jährige Staatsanleihe kauft, der macht dann faktisch in Sachen Inflation ein Negativgeschäft. Und wir haben heute gesehen beim Market Einkaufsmanager Index aus den USA, dass die Verkaufspreise so stark gestiegen sind wie seit Mai 2011 nicht mehr. Also Inflationssorgen oder Hoffnungen oder was auch immer. Also das scheint so ein bisschen das Thema hier zu sein. Was haben wir noch? Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Wir sehen jetzt also Volatilität. Damit hatten viele nicht gerechnet. Alle sind all in. Was soll schiefgehen? Beste aller Welten. Da ist kein Risiko in diesen Märkten. Die Put-Absicherung nach wie vor gering. Alle sind investiert. Die Cash-Bestände sind minimal, so wie wir es lange nicht mehr gesehen haben. Und wenn alle in derselben Richtung investiert sind, dann kann ein bisschen Gegenwind schon einen ziemlichen Sturm verursachen. Wir werden sehen, wie heute die Märkte dann den Handelstag beenden. Der DAX hat sich ja noch gut gehalten, auch wenn er dann auf Future-Basis weiter runtergekommen ist. Aber wir sehen vor allem an der Wall Street eben diesen Abverkauf. Und das, obwohl wir zunächst mal ja sehr positiv waren. Heute zum Beispiel auch Semiconductors sind auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Der Philly-Index hier für die Semiconductors, also die Halbleiterhersteller. Wir sehen eine Tesla sehr, sehr stark, aber alles andere scheint ein bisschen abverkauft zu werden. Wir sehen, wie es weitergeht. Und mal sehen, ob es ein schlechtes Omen ist, ja oder nein, ob wir jetzt in den weiteren 4 Handelstagen uns wieder erholen oder eben nicht. Das ist die große Frage. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Ihnen Servus und Ciao.